Ja, meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ich heute wieder mit euch kommunizieren kann über diesen Weg des besonderen Medien. Und ich freue mich, dass schon wieder einige dabei sind und dass wir heute Abend wieder einen besonderen Abend erleben dürfen mit einem besonderen Thema, den ihr am Titel erkennen könnt. Es geht um die Frage, ein eifersüchtiger und zorniger Gott. Haben wir es tatsächlich mit einem solchen Gott zu tun, wenn wir die Bibel lesen? Es ist wirklich so, dass wenn Menschen ganz einfach neutral anfangen, die Bibel zu lesen, werden sie nicht umhin kommen, einem solchen Gott da und dort in der Bibel tatsächlich zu begegnen. Auch wenn dieses Wort Eifersucht vielleicht nicht immer in jeder Bibel so übersetzt ist, wenn es im Zusammenhang um Gott geht, aber wir werden im Laufe unseres Themas darauf eingehen, was wir dort an diesen Stellen tatsächlich für ein Wort haben, das hier diesen Gott als einen eifernden Gott beschreibt oder einen eifersüchtigen Gott. Ich habe einen zweiten Titel, einen Untertitel dafür gewählt, für dieses Thema, nämlich eine zweite Frage: Warum darf Gott sein, was wir nicht sein dürfen? Eifersüchtig und zornig nämlich dürfen wir nicht sein als Menschen. Das ist ja von der Bibel her, wie wir dann auch anhand von Texten sehen werden, eigentlich von Gott nicht gewollt ist. Bedeutet grundsätzlich, ich möchte mich heute hier mit euch einem Thema widmen, das mit diesem Bild des strafenden Gottes in der Bibel zu tun hat. Der Gott im Alten Testament im Vergleich mit dem Gott im Neuen Testament. Der Jesus im Neuen Testament, so meinen viele Menschen, und auch selbst solche, die die Bibel ehrlich und auch aufrichtig versuchen zu lesen, hat man oft den Eindruck, dass dieser Gott im Alten Testament tatsächlich etwas anders ist als der Gott im Neuen Testament. Der Jesus, der selbst dort am Kreuz, als ihm seine Feinde misshandelten und schlugen und ans Kreuz nagelten und verspotteten und verachteten, der immer noch für seine Feinde, für seine ärgsten Feinde beten konnte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es geht also in diesem Thema um ein weiteres Problem für viele Menschen, das sie mit der Bibel haben und auch mit diesem Gott der Bibel. Wo man sich die Frage stellen kann: Muss man sich vor so einem Gott, wie wir ihn da in der Bibel an manchen Stellen finden, tatsächlich fürchten, wie es ja oft heißt, fürchte diesen Gott? Oder kann man diesen Gott auch in dem, was er tut, wie er in der Bibel beschrieben wird, in all seinen Zusammenhängen, auch dort, wo er uns als ein scheinbar strafender Gott begegnet, können wir diesen Gott trotzdem verstehen und diesen Gott auch lieben, diesen Gott auch vertrauen? Das werden die Fragen sein, die wir uns heute bei diesem Thema stellen wollen. Und ich lade euch ein, dass wir auch bei so einem schwierigen Thema vielleicht und einem sehr heiklen Thema Gott um Gnade bitten, dass er uns in diesem Thema auch leiten möge. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir auch heute Abend wieder herzlich Danke sagen für diese Gelegenheit, die du uns schenkst, dass wir wieder gemeinsam über dein Wort nachdenken dürfen, dass wir dich besser kennenlernen können. Und dass wir auch fähig werden, dich als einen liebenden, barmherzigen Gott zu verstehen, auch dann, wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass du ein strafender und eifernder Gott bist, der von vielen Menschen missverstanden wird und deshalb auch oft abgelehnt wird. Wir bitten dich um die Führung deines Heiligen Geistes, dass du uns auch durch dieses Thema führst und dass du jeden, der hier mit dabei ist, ein offenes Herz schenkst,
ein gemeinsames Mitdenken und tiefer Nachdenken über das, was du über dich selbst in deinem Wort offenbart hast. So segne unser Studium und sei mit uns um Jesu Willen. Amen. Gut, wir gehen in das Thema hinein und stellen einmal fest, dass es ganz einfach ein Faktum ist, dass in der Bibel tatsächlich von einem sogenannten eifernden oder eifersüchtigen Gott, je nachdem, wie man das eben übersetzen möchte, oder mit einem zornigen Gott oder einem strafenden Gott zu tun haben. Das ist ein Faktum, das wir rein sprachlich nicht aus der Bibel wegdiskutieren können und wegnehmen können. Ein Text, der jeden Bibeltext der Bibelkenner dabei einfällt, den wollen wir gleich am Beginn unseres Vortrags, unseres Themas, das wir miteinander betrachten wollen, lesen. Und zwar geht es hier um diesen Gott, der sich selbst vorstellt. Und zwar dort am Berg Sinai, als Mose auf den Berg gerufen worden ist, bei diesem Durchzug Israels durch die Wüste Sinai. Da wird der Mose auf den Berg gerufen unter großem Donner und Blitz. Er sollte sich natürlich auch darauf vorbereiten und das Volk darauf vorbereiten, denn dort oben sollten sie das erste Mal einem solchen Gott begegnen, und dieser Gott hat sich ja dort am Berg Sinai auch als eine Art schrecklicher Gott, ein Gott, der auch zu fürchten ist, in gewisser Weise offenbart. Wir haben da in 2. Mose 20 am Schluss Vers der 10 Gebote im Vers 18, da lesen wir, als Gott dort oben diese Gebote mit unter Blitz und Donner und am rauchenden Berg gegeben hat, lesen wir folgende Aussagen: Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber das sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Eine interessante Reaktion, die hier vom Volk gekommen ist, dass sie wünschen, dass Mose mit diesem Gott in diesem Feuer und in diesem Donner und Blitz redet. Aber dass nicht Gott direkt zu ihnen redet, denn sie haben Angst gehabt, dass sie sonst sterben müssten. Mose aber sprach zu dem Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, euch zu prüfen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Das ist eine interessante Aussage, die Mose hier gemacht hat, als er gemerkt hat, dass das Volk tatsächlich eine richtige physische Furcht vor diesem Gott hatte, wie er sich da oben am Berg offenbart hat. Also offensichtlich hat es Gott nicht vermieden, auch da und dort und besonders bei dieser Gelegenheit, wo es um die Gesetzgebung geht, dem Volk das buchstäbliche Fürchten zu lernen. Und sie sollten dadurch auch eine gewisse Furcht vor Gott haben, die aber nicht in einer Angst sich ständig manifestieren sollte, sondern sie sollte eigentlich zur Ehrfurcht führen. Und das hat offensichtlich Israel schon durch seine ganze Geschichte hindurch nie richtig verstanden. Und das glaube ich, dass auch viele Menschen beim Bibellesen diesen Unterschied zwischen Furcht und Ehrfurcht, dass sie das oft schwer miteinander verbinden können. Jedenfalls hier schon bei der Einleitung haben wir einen Gott, der scheinbar auch zu fürchten ist. Ein mächtiger Gott, der dann oft auch in seinem Zorn mit dem Volk geredet hat. Und in diesen 10 Geboten hat er sich selbst als dieser Gott vorgestellt. Und zwar gleich im ersten und dann im zweiten Gebot stellt er sich hier vor, wie er gesehen, wie er verstanden werden möchte und wie nicht. Und da lesen wir ab Vers 1: Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe.
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Eine ganz deutliche Aussage, die hier an diesem ersten Gebot zu finden ist. Ich bin der Herr, dein Gott. Er zeigt, dass es nicht um irgendeinen Gott geht, denn es ist ja sehr bemerkenswert in den christlichen Katechismen, wenn man vor allen Dingen in den katholischen, aber auch in den protestantischen Katechismen hineinschaut, dann wird man dort merken, da steht nicht immer dieser ganze Text hier, wie er da steht. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe und so weiter, sondern da steht einfach im ersten Gebot, du sollst allein an einen Gott glauben. Und ich denke, wenn man das überlegt, es ist etwas anderes, ob Gott sagt, du sollst allein an einen Gott glauben, oder ob Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Neben mir als der Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Das ist ein großer Unterschied, denn allein an einen Gott glauben, das ist auch das, was viele Menschen heute tun und wo man auch zum Ausdruck bringt, ja, Hauptsache, du glaubst einfach an einen Gott. Ja? Jeder muss irgendwo sich selber seinen Gott aussuchen. Und wenn es nur heißt, du sollst an einen Gott glauben und nicht definiert wird, ja, wer dieser Gott ist, dann kommt man eben dorthin, wo wir heute tatsächlich sind in dieser Welt, dass sich in der Geschichte des Altertums schon jede Nation, jeder Stamm, jeder irgendwie Sprachenstamm und Volksstamm seinen eigenen Gott ausgesucht hat und seine eigenen Götter dann verehrt hat. Und auch in dem Fall eine Vielzahl von Religionen geschaffen wurden in dieser Welt, die wir quasi quer durch die Weltgeschichte schier unzählbar geworden sind. Ja? Gott sagt aber ganz deutlich, ich bin der Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt hat. Das heißt, Gott bringt sich mit einem Ereignis in Verbindung, das Israel ja in seiner Geschichte immer wieder erinnert hat. Und Gott hat immer wieder auch das Volk aufgefordert, sich dieses Ereignisses, dieser Zeit in Ägypten und besonders dann dieses Auszugs aus Ägypten, besonders zu erinnern. Denn dort hat sich dieser Gott, Israels in besonderer Weise seinem Volk offenbart in der Auseinandersetzung auch mit den Göttern der Ägypter. Denn das, was sich dort in Ägypten abgespielt hat, das war ein Machtspiel, eine Machtdemonstration zwischen dem wahren Gott Israels, dem Gott der Bibel, wie wir ihn haben und wie er beschrieben ist, und den Göttern, den vielen Göttern der Ägypter. Und die Auseinandersetzung dort im Zusammenhang mit Pharao, wir erinnern uns, als der Mose zu Pharao von Gott gesandt wurde, dass er das Volk aus Ägypten herausführen sollte. Da hat ihn Gott diesen Auftrag gegeben, dorthin zu gehen vor Pharao und ihn zu bitten, dass er dieses Volk, das er jetzt schon einige Jahrhunderte unter Sklaverei gehalten hat, dass er dieses Volk freigehen lässt. Und als Mose dorthin kam und sich vorstellte, dass der Gott der Hebräer, Jahwe, der Herr, ihn gesandt hat, um das Volk zu befreien aus dieser Sklaverei, um ihm dann ein Fest in der Wüste zu feiern, wie es ja Gott auch formuliert hat, dass er das so erklären und so sagen soll zunächst einmal. Da hat der Pharao gleich dieses bekannte Wort gesagt, wer ist dieser Gott? Wer ist der Herr? Wer ist Jahwe, dem ich gehorchen soll? Von diesem Gott habe ich noch nie etwas gehört. Vielleicht hat er doch schon etwas gehört, denn Israel war in Ägypten und der musste ja gewusst haben, was diese Israeliten auch für einen Gott haben. Aber er hat sich wahrscheinlich gar nicht so sehr gekümmert darum, denn er hatte das Volk unterdrückt. Und so hat er hier einfach herausfordernd die Frage gestellt, wer ist dieser Jahwe? Wer ist dieser Gott, dem ich gehorchen soll? Und er versuchte durch das, was sich dann innerhalb der 10 Plagen vor dem Auszug aus Ägypten abgespielt hat, diesem Gott zu trotzen, diesem Gott sich entgegenzustellen, diesem Gott zu widerstehen, ihm nicht zu glauben und ihm nicht zu gehorchen und auch seinen Boten, die diesen Gott verkündigt haben und eingeladen haben, an ihn zu gehorchen, diesem Gott zu widerstehen.
und auch seinen Boten zu widerstehen und sie zu quälen und sie zu plagen. Das ist Geschichte Ägyptens. Und diese kurze Geschichte, eigentlich hat sich das innerhalb eines Jahres etwa abgespielt. Diese Geschichte von Auszug aus Ägypten mit den vorausgehenden Plagen ist eine Demonstration dessen, was jedes Volk, jede Nation und jeder Mensch letztendlich in irgendeiner Weise erfahren wird müssen, wenn er sich diesem Gott entgegenstellt. Und da begegnet uns wieder im gewissen Sinne ein Gott, ein strafender Gott, ein zorniger Gott, der den Menschen für seinen Ungehorsam und für seinen Unglauben nicht ungeschoren davonkommen lässt. Aber die Frage ist, wie ist das alles zu verstehen? Warum läuft das so? Ist Gott ein eifersüchtiger Gott? Warum will er nicht, dass Menschen ihre eigenen Götter aussuchen und sich selbst entscheiden können, was sie tun wollen? Und im nächsten Gebot haben wir diesen Gedanken drinnen von diesem Strafenden und auch von diesem sogenannten eifernden oder eifersüchtigen Gott. Denn es heißt hier im Vers 4, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an, diese Bilder, die du da machst, und daraus dir einen Gott machst, denn da oben, was im Himmel ist oder was auf Erden und unter der Erde ist, das sind alles Lebewesen, die Geschöpfe, der Tiere, Menschen und Pflanzen und Bäume und so weiter, die Gott geschaffen hat. Und wir wissen aus der Geschichte, dass der Mensch letztendlich seine Götter anhand solcher Bilder, solcher Dinge, solcher geschaffenen Dinge im Himmel oder auf Erden oder unter dem Meer, sich seine Götter so dargestellt hat. Und das verbietet jetzt Gott hier in diesem Gebot, dass man diesen Göttern, diesen fremden Göttern, denen man dann ja auch der verschiedenen Namen gegeben hat und sie personifiziert hat, dahinter auch wirklich Personen gesehen hat, dass diese Götter nicht angebetet werden dürfen. Ja? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Hier haben wir also eine sehr starke Aussage, eine sehr klare Aussage, dass Gott hier, das ist das einzige Gebot übrigens in den 10 Geboten, das auch mit einer direkten Strafankündigung gefolgt wird. Kein anderes Gebot, das Gebot, du sollst nicht töten, das steht einfach für sich, da steht nichts, wenn du das tust, dann wirst du unter das Gericht Gottes fallen oder du wirst getötet werden oder irgendwie gestraft werden. Ja? Sondern dieses Gebot, andere Götter anzubeten, sich Bilder zu machen und diesen Bildern Namen zu geben und dahinter Götter zu sehen und ihnen dann zu dienen, und dienen bedeutet ja natürlich auch immer, diesen Göttern zu gehorchen. Das hat Gott mit einer Strafe belegt. Und zwar nicht nur mit einer Strafe auf die Menschen, die das tun, die Eltern, sondern diese Strafe sollte sich auf Kinder und Kindeskinder dann weiter auswirken. Das heißt, Gott würde diese Strafe würde auch an den Kindern und Kindeskindern heimgesucht werden. Das heißt, die würden das auch verspüren. Die Begründung, die wir dahinter haben, weil Gott ein eifernder Gott ist, so heißt es hier. Ein eifernder Gott, und hier ist ein Wort, das wir in der Bibel an mehreren Stellen finden können. Und zwar lesen wir gleich einen Text dazu in 5. Mose Kapitel 4, also auch im 5. Buch Mose in Kapitel 4. Und da Vers 23 bis 27, da haben wir eine ähnliche Wiederholung, etwas anders, mit anderen Worten gefasst. Aber das sagt Gott hier, so hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn, den Bund, den ihr mit Gott geschlossen habt, der Bund, den Gott mit euch geschlossen hat,
diesen Bund eures Gottes nicht vergesst. Es ist wie eine Art Ehebund. Und das ist ja ein Bild, das sich durch die ganze Bibel hinzieht. Wenn Gott von einem Bund spricht, dann ist das immer wieder verglichen, wird das auch in der Bibel immer wieder verglichen, mit einem Ehebund. Ja? Und dann heißt es hier, und diesen Bund sollst du nicht vergessen, dass Gott mit dir diesen Bund geschlossen hast oder dass du mit Gott seinen Bund eingegangen bist. Und in einem Bund, da verspricht man sich ja gegenseitige Treue und Treue und Liebe und Bereitschaft, einander zu akzeptieren und auch zu gehorchen. Du sollst jetzt kein Bildnis machen von irgendeiner Gestalt, wie es der Herr, dein Gott, geboten hat. Du sollst also diesen Gott nicht irgendwie darstellen. Einige Texte oben weiter wird die Begründung gegeben, warum sie das nicht machen sollen, weil sie Gott nicht gesehen haben, weil Gott es verweigert hat, den Menschen sich direkt in seiner wahrhaftigen Gestalt zu zeigen. Und Gott wollte das einfach nicht, dass die Menschen sich konzentrieren auf das Äußere und schauen und unbedingt wissen wollen, wie schaut dieser Gott aus in seiner Gestalt, in seinem Angesicht, sondern sie sollten von diesem Gott mehr eine Vorstellung von seinem Wesen, von seinem Charakter haben und sich an sein Wesen binden, an seine Eigenschaften binden und das von ihm kennenlernen. Wie gesagt, hier verbietet Gott, macht euch keinen solchen Bund mit den fremden Göttern. Gebt diesen wahren Gott nicht auf. Und jetzt kommt die Begründung, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Und dann geht es gleich weiter. Wenn ihr nun Kinder zeugt und Kindeskinder und im Lande wohnt und versündigt euch und macht euch Bildnisse von irgendeiner Gestalt, so dass ihr übel tut vor dem Herrn, eurem Gott, und ihn erzürnet, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen über euch. Gott selber ruft die Himmel und Erde zu Zeugen. Das ganze Himmel soll Zeuge sein und auch die Erde soll Zeugen sein, dass ihr bald weggerafft werdet aus dem Lande, in das ihr geht, über den Jordan, um es einzunehmen. Ihr werdet nicht lange darinnen bleiben, sondern werdet vertilgt werden. Das heißt, es ist eine sehr intensive Warnung. Gott wollte sie aus Ägypten herausführen und in das Land Kanaan installieren und ihnen dieses Land Kanaan, in dem Milch und Honig floss, schenken. Und jetzt sagt aber, wenn ihr nicht bei mir bleibt, wenn ihr andere Götter auf, wenn ihr diesen Bund aufgebt und diesen Bund wieder verlässt und mir nicht gehorcht, dann kann ich euch ganz sicher sagen, ihr werdet in diesem Lande, das ich euch schenken möchte, nicht lange bleiben. Ihr werdet dort vertilgt werden. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, wie ist das zu verstehen? Wird Gott das selber machen? Oder wird das die Konsequenz ihres Ungehorsams sein, die automatisch über sie kommen sollte? Dann kommt noch etwas, im Vers 27 heißt es, und der Herr wird euch zerstreuen unter die Völker. Und es wird von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr wegführen wird. Eine weitere interessante Warnung, die sich eigentlich in der Geschichte Israels bis heute erfüllt. Und die Gebote, die Gott hier gegeben hat und die Warnungen, die gingen ja gerade in spezieller Weise an das Volk Israel. Aber über das Volk Israel sollten diese Gebote auch an alle Menschen, an alle Völker weitergegeben werden. Und das, was Gott Israel als Folge des Ungehorsams ihm gegenüber angekündigt hat, das sollte sich auch an allen Völkern letztendlich so erfüllen, dass sie vertilgt werden, dass sie vergehen würden und dass sie letztendlich dass die Völker unter die anderen Völker zerstreut werden. Beim jüdischen Volk wissen wir, dass das durch die ganze Geschichte ein Faktum ist und bis heute geblieben ist. Und da muss man sich fragen, ja, wie kam es denn dazu, dass die Juden so in alle Welt zerstreut wurden und überall, wo sie waren, sind sie dann auch verfolgt worden, haben sie Menschen gefunden oder Völker gefunden, die sie gehasst haben, die ihnen ums Leben gegangen sind. Wenn wir nur an den Zweiten Weltkrieg gedenken, das war der Höhepunkt des Judenhasses und ein ganzes Volk wurde hier gehasst und ausgerottet. Und wie es hier eigentlich angekündigt worden ist. Und wenn wir da hineinschauen in diese Geschichte,
dann wird dann niemand erkannt haben, dass da Gott irgendwo war, der da vom Himmel herunter irgendwelche Menschen oder Völkern Befehle gegeben hat, die Juden zu zerstreuen, sondern das war eine natürliche Folge von Entwicklungen in der Geschichte des Judentums gegenüber seinen Völkern. Ein gewisses Verhalten der Juden hat immer wieder auch den Hass der Völker hervorgerufen und so kam es immer wieder zu Konfrontationen und zu Vertreibungen und zu Kriege und zu Zerstörung. Vom Alten Testament her, aber auch vom Neuen Testament her ist es immer wieder so gewesen. Und davor wollte Gott eigentlich hier warnen, wie wir merken. Es wird in Zusammenhang gebracht mit einem Gott, der sich als eifernder Gott beschreibt. Und es ist sehr interessant, wenn wir jetzt hier mal dieses Wort näher anschauen, was meint eigentlich eifernder Gott? Es ist bemerkenswert, dass dasselbe Wort, das wir hier haben, es ist das hebräische Wort Kana, und dieses Wort, das finden wir auch in 1. Mose 30, Vers 1. Und dort kommt es eigentlich in der Bibel zum ersten Mal vor. In 1. Mose 30, Vers 1, da lesen wir eine Geschichte, wo wir Folgendes lesen. Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob: Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Da ist hier nicht das Wort eifersüchtig oder eifernd, sondern da steht hier das Wort, so hat man das übersetzt, beneidete. Beneidete sie ihrer Schwester. Und eigentlich steht da das gleiche Wort, als wir es dort in 2. Mose 20 gefunden haben und auch in 5. Mose 4. Überall dort, wo von Gott die Rede ist, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, steht das gleiche Wort, als wie hier, das man hier mit Beneiden übersetzt hat. Eigentlich könnte man natürlich auch hier das Wort eifern oder hier würde sogar das Wort eifersüchtig passen. Denn wenn es heißt, Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar und gebar einen, ja, dass sie kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester. Da kann man durchaus sagen, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Denn das war damals tatsächlich ein Problem, wenn da der Jakob hat hier zwei Frauen gehabt, nicht die Lea und die Rachel. Und die Rachel, die, wie die Bibel sagt, die hat der Herr verschlossen, die konnte keine Kinder bekommen. Seine Lieblingsfrau, um die er da 7 Jahre lang gedient hat, ja, bei seinem Schwiegervater. Und jetzt bekommt sie keine Kinder. Und die Lea, die andere, hat aber dann die Kinder bekommen. Und da wurde sie dann neidisch auf sie, eifersüchtig auf sie. In dasselbe Wort finden wir auch in Kapitel 37, 37, Vers 11. Da haben wir das gleiche Wort, 1. Mose 37, Vers 11. Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Da steht genau das gleiche Wort, wie dort, wo es von Gott, von einem eifernden Gott die Rede ist. Wenn man dort hineintun würde, ein neidischer Gott, dann würde das natürlich überhaupt nicht passen, denn Gott ist doch nicht neidisch, würde man sagen. Neidisch auf andere Götter. Ja? Wieso soll Gott auf andere Götter neidig sein? Man müsste sich ja die Frage stellen, auch, wer sind denn diese Götter? Gibt es die denn überhaupt? Und wenn man das genau anschaut, da muss man dahinter kommen, dass es diese Götter, vor denen Gott hier warnt, in Realität eigentlich gar nicht gibt. Und trotzdem ist Gott neidisch auf diese Götter. Oder eifert wegen dieser Götter. Oder er ist eifersüchtig gegenüber Israel, gegenüber den Menschen, dass sie mit solchen Göttern Verbindung eingehen und sich von ihm trennen. Das ist menschlich gesprochen, rein sprachlich, ist hier das Wort eifersüchtig durchaus ein Wort, das da seine Bedeutung hat. Und wir werden gleich merken, wie das wirklich zu verstehen ist. Ja, warum Gott hier eben, weil es sogar eifersüchtig ist, wenn Menschen sich von ihm trennen und anderen Göttern nachlaufen, die es eigentlich gar nicht gibt.
Denn wenn man genau hinschaut und wenn man sich genau überlegt, dann muss man ja dahinter kommen, dass diese Götter eigentlich von Menschen erfunden sind. Ist eine reine menschliche Fantasie. Wenn man da denkt, welche Götterwelt die Ägypter gehabt haben und welche Lehren damit verbunden waren, da war dieser Gott der Jagd, der Gott des Krieges, der Gott der Fruchtbarkeit und in allen möglichen Bereichen haben die Menschen ihre Götter erfunden. Wenn man sich das ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, ist das sehr unglaublich, dass so Menschen überhaupt auf eine solche Idee kommen konnten. Und diesen Göttern haben sie dann gedient, diesen Göttern haben sie dann gehorcht und haben getan, was die gesagt haben. Ja, in Realität haben aber diese Götter gar nicht reden können, denn das war eine stumme Steinklotze und Holz und irgendwo auf Steinen gemeißelte Dinge, die Menschen hergestellt haben. In Jesaja, im Alten Testament haben die Propheten sich über diese Götter lustig gemacht. Jeremia sagt zum Beispiel, dass hier die Menschen sich vor, also er beschreibt diese Götter, die sie sich gemacht haben, wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld. In Jeremia 10 gibt es da eine interessante Stelle, auch in Jesaja 44 kann man da eine ganze interessante Geschichte lesen, wie Gott über diese Götter gedacht hat, wo Menschen einfach einen Stein genommen haben, ein Holz und angefangen haben zu meißeln und ein Messer und haben angefangen ihre Kunst auszulassen. Und vielleicht lesen wir gerade seinen Text in Jesaja 44, ist es ein sehr interessanter Text, den wir hier haben, wo der Prophet sich da richtig ironisch über diese Götter auslässt, um den Menschen auch schon damals diese Absurdität solcher Götter vor Augen zu stellen und vor solchen Göttern sich dann zu fürchten und ihnen dann sogar zu gehorchen. Ja? Vielleicht lesen wir diesen Abschnitt, ist ja ganz interessant, Jesaja 44, Vers 12, da heißt es hier, der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen. Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines Arms, dabei wird er hungrig. Also wird ja die Leute für eine Anstrengung gemacht haben, dass sie solche Bilder geschnitzt haben und im Meißel, also in Stein gehauen haben. Ja? Dabei wird er hungrig bei diesem Ding, sodass er nicht mehr kann und trinkt auch kein Wasser, sodass er matt wird. Also er wird richtig matt und schlaff. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er baut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt. Wie einen schönen Menschen in einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes, vielleicht unter den besten Bäumen des Waldes sogar. Ja? Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ es wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz auf der einen Seite, davon nimmt er und wärmt sich, auch zündet er es an und bäckt Brot damit. Aber daraus macht er auch einen Gott und betet an, er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Und das muss man sich vorstellen, das ist die primitive Heidenwelt, die sowas gemacht hat. Und heute finden wir in allen christlichen Kirchen, oder in allen katholischen christlichen Kirchen vor allen Dingen und orthodoxen Kirchen, obwohl Gott hier das so verboten hat, findet man genau solche Dinge, wo Menschen auch durch Eisenschmieden, durch Erdschmieden, Goldschmieden und Silberschmieden und so weiter, durch alles mögliche Metall, durch Stein und Holz sich solche Götter und Statuen gemacht haben. Und haben es übergoldet und versilbert und so weiter. Und davor kniet man sich nieder und betet an und hat Angst davor, dass man das, was diese Götter dann tun, nicht beachtet. Denn das muss man ja befolgen. Man muss mal fragen, ja, wie haben denn diese Götter geredet? Woher wissen denn die Menschen, was ihnen diese Götter sagen und gesagt haben, was sie von ihnen erwarten? Darauf kommen wir noch. Im Vers 17 geht es dann weiter, aber die andere Hälfte, Vers 18 lesen wir. Sie wissen nichts und verstehen nichts, diese Götter, denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nichts merken können. Er kommt nicht zur Einsicht, keine Vernunft und kein Verstand ist da, dass er dächte, ich habe die eine Hälfte mit Feuer verbrannt und habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen. Und sollte die andere Hälfte zum Götzen machen und sollte knien vor einem Klotz? Also,
Ich denke, die Propheten haben hier ein richtiges Bild gehabt und haben sich da ganz praktisch überlegt, was das für eine Dummheit ist, wenn Menschen überhaupt auf die Idee kommen, so etwas zu tun und sich davon noch ihre eigene Errettung erwarten. Denn im Vers 17 haben wir gelesen, aber die andere Hälfte macht er zu seinem Gott, dass sein Götze sei vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Und wir sehen das in der ganzen Kulturgeschichte der Welt, haben Menschen immer wieder logischerweise von ihren Göttern auch erwartet, dass sie sie erretten. Von allen möglichen Leid, von Unheil, vor Katastrophen, vor Kriegen, beschützen und bewahren. Solche Götter, die sie sich selbst gemacht haben. Und wenn man jetzt die Frage stellt, ja, wie ist es denn möglich gewesen, dass diese Götter den Menschen dann auch gesagt haben, was sie tun? Dann wird man draufkommen, das haben mir nicht wirklich diese Götter gesagt, denn die können ja nicht reden, sondern da waren Menschen, die hinter diesen Göttern standen und im Namen dieser Götter dann geredet haben, dem Volk eingeredet haben, dass es diese Götter gibt. Und dabei waren sie selber diese Götter, die den Menschen dann irgendwo eine neue Religion vermittelt haben oder eine neue Götteranbetung und haben ihnen eine eigene Geschichte erzählt von diesen Göttern. Denn in jeder Religion erzählt man ja eine eigene Geschichte über diese Götter, natürlich auch über die bösen Götter, denn da gab es ja auch Teufel und Dämonen, auch die haben ja dann auch ihren Namen bekommen und da musste man sich auch fürchten. Also eine völlig andere Religion. Und trotzdem haben die Menschen, ist es gelungen, Völkermassen dazu zu bringen, dass man solchen Menschen glaubt, die sich praktisch ja, vorgenommen haben, einfach die Idee gehabt haben, dem Volk im Grunde genommen Lügen zu erzählen über Götter, die sie sich selbst erfunden haben. Kann das ein Hintergrund sein, warum Gott vor solchen Göttern warnt? Und nicht nur vor den Menschen warnt, die ihnen solche Götter nahebringen, sondern vor den Göttern selber. Denn die ganze Botschaft in der Bibel richtet sich immer wieder an diese Götter, aber zwischendurch natürlich an diese falschen Propheten, die im Namen dieser Götter geweissagt haben und geredet haben und das Volk verführt haben. Gibt es da einen Grund, für Gott, auch hier im gewissen Sinne zu eifern oder eifersüchtig zu sein? Interessant, vielleicht ein Wort aus dem Neuen Testament. Der Gott im Alten Testament, ein eifernder Gott oder ein eifersüchtiger Gott. Und wie ist das im Neuen Testament? Da gibt es ja diese Stelle in Johannes Kapitel 2, wo Jesus eines Tages in den Tempel gegangen ist. Johannes Kapitel 2. Und dort haben die Leute im Tempel im Alten Testament, ja, war es so, dass man hier dort in den israelitischen Tempel andere Götter sogar hineingestellt hat. Und dann diese Götter und diese Bilder an diesen Wänden des Tempels aufgehängt hat. Und das Volk hat auf der einen Seite im Tempel Jahwes angebetet und dann haben sie nebenbei wieder solche Altäre im eigenen Tempel hineingebaut und Bilder zeitweise. Und natürlich auch auf irgendwelchen Bergen und auf irgendwelchen Hügeln unter grünen Bäumen finden wir sie da in der Bibel, wo sie dann diesen Gott verehrt haben. Das hat sich allerdings zur Zeit Jesu sehr verändert. Es ist sehr interessant, dass die Juden irgendwo in der Geschichte diesen Götzendienst völlig abgelegt haben. Und wir wissen, dass bis heute, dass unter Juden Götzendienst, also Bilderverehrung und solche Dinge, völlig verboten sind. Das jüdische Volk vor der babylonischen Gefangenschaft, wenn man in der Bibel das betrachtet, dann kommt man drauf, dass vor der babylonischen Gefangenschaft das Volk Israel noch starke Probleme hatte mit diesen Göttern. Immer wieder verführt zu werden, diese fremden Götter von anderen Völkern anzunehmen und auch anzubeten und ihnen zu huldigen. Aber nach der babylonischen Gefangenschaft sind sie von diesem Götzendienst eigentlich geheilt gewesen. Und seither findet man auch nirgends mehr unter den Juden eine Art Bilderverehrung. Das ist ihnen wirklich ein Greuel. Und trotzdem, als Jesus auf Erden war
Obwohl sie Bilder und solche Dinge nicht mehr im Tempel hatten, kam Jesus doch dazu, dass er an einer bestimmten Stelle den Tempel ausgeräumt hat. Nämlich, man hat hier erst recht wieder einen anderen Götzendienst betrieben und eine Art Gottesdienst gemacht, die Gott nicht gefallen hat. Und da heißt es hier in Johannes Kapitel 3, als Jesus da in den Tempel gegangen ist, und dann den Tempel ausgetrieben, die Menschen aus dem Tempel hinausgetrieben haben, weil sie dort drinnen Ochsen und Schafe und Geld gewechselt haben und so weiter. Und da sagt er hier im Vers 16, trage das von dannen und machet nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht im Alten Testament, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und das ist eine Stelle aus dem Psalm 69, Vers 10. Und wenn man diesen Psalm dort liest, im Psalm 69, Vers 10, da vielleicht schlagen wir das da auf. Psalm 69, Vers 10. Da ist das Zit von da kommt das Zitat her. Und da heißt es hier auch, denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Da steht hier das Wort Eifer. Und das ist im Hebräischen ist hier genau das gleiche Wort wie dort, wo die Bibel von Eifersucht redet oder wo sie von diesen eifernden Gott spricht. Ja? Also das Wort Eifersucht und auch im Neuen Testament, dort in Johannes 2, Vers 17, wo wir gelesen haben, dort steht das griechische Wort Zelos. Ja? Und dieses Wort Zelos oder Zeloio, das ist das griechische Zeitwort, Zeloio, ja, ein Wort, das auch an verschiedenen Stellen buchstäblich mit Eifersucht übersetzt wird. Und diese Stellen schauen wir uns jetzt an. Das heißt, das Wort Eifersucht kommt sehr wohl in der Bibel vor, und zwar in Johannes Kapitel 5. Vers 20 beschreibt der Apostel Paulus hier Eigenschaften, die Menschen auf keinen Fall haben sollten. Paulus schreibt hier von den sogenannten Werken des Fleisches. Also ein Mensch, der einfach so nach seinen fleischlichen Lüsten lebt, der nicht nach geistlichen Prinzipien lebt, wie sie Gott haben möchten, sondern eben einfach nach fleischlichen Lüsten. Und da steht hier ab Vers 18, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, die also nicht im Geiste geschehen, im Geiste Gottes, als die das sind, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch vorausgesagt habe und sage noch einmal voraus, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Unter diesen Eigenschaften, die alle sehr negativ sind, man bekommt ja schon fast eine Gänsehaut, wenn man das liest, was es alles für negative Eigenschaften gibt, aber der Apostel Paulus hat sie hier auf den Punkt gebracht. Ja? Und mitten unter diesen Eigenschaften findet sich auch die sogenannte Eifersucht. Und da steht hier genau das gleiche Wort als dort in Johannes 2, Vers 17, wo von Jesus gesagt worden ist, dass der Eifer ihn gefressen hat um das Haus des Herrn. Und wie im Alten Testament dieses Wort Kana, das mit eifern oder eifersüchtig übersetzt werden kann. Ja? Oder andere Übersetzungen, wie wir gesehen haben, auch mit Neid. Mit Beneiden übersetzen. Aber das stärkere Wort, das eigentliche, ist eben dieses Eifern. Und das soll der Mensch nicht haben. Der Mensch soll nicht eifersüchtig sein, nicht eifern in dem Sinn, im negativen Sinn. Und Gott aber ist ein eifernder Gott. Und man könnte das Wort auch mit eifersüchtig übersetzen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht ein falsches Gottesbild damit bekommen. Jedenfalls eine Eigenschaft, die in der Bibel auf der einen Seite Gott zugesprochen wird, das ist dasselbe Wort, das hier für Gott verwendet, aber vom Menschen wird es, der Mensch wird gewarnt davor, diese Eigenschaft zu haben. In 1. Korinther 3, Vers 3
haben wir ebenfalls einen Text, der dieses Wort beinhaltet. Und da sagt der Paulus auch von fleischlichen Menschen, wo er sagt, weil ihr noch fleischlich seid, denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Und dann haben wir wieder dieses Wort Zelos, ja, oder Zeleo. Also dieses Wort, das mit Eifersucht tatsächlich hier übersetzt ist und einfach ein Ausdruck ist, der besonders in einer ehelichen Beziehung, bei partnerschaftlichen Beziehungen seine Rolle spielt, aber auch in anderen Dingen kann man eifersüchtig werden, nicht? Man kann ja nicht nur eifersüchtig werden auf die Frau des anderen, sondern auch auf seinen Besitz, den der hat. Den kann man darum beneiden und dann wird man eifersüchtig und dann möchte man es gerne haben. Und dann wird man zornig. Eifersucht und Zorn, Paulus hat das auch dort gleich miteinander erwähnt, wie wir gesehen haben, das sind Dinge, die Gott nicht haben möchte. Und doch wird von einem zornigen Gott und von einem eifernden Gott oder eifersüchtigen Gott in der Bibel gesprochen. Also er darf und wir Menschen dürfen es offensichtlich nicht. Warum ist das so? Der Frage gehen wir weiter nach. Schauen wir einige Texte in den Sprüchen an. In Sprüche Kapitel 14. In Sprüche Kapitel 14, Vers 30. Da gibt es einen Text, warum es für Gott nicht recht ist, dass der Mensch eifersüchtig wird. Da steht im Vers 30, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Wieder Eifersucht, sehr negativ. Und hier haben wir wieder dasselbe Wort, Kana, was dort in 2. Mose 20 beschreibt, dass, wenn Gott sagt, er ist ein eifernder Gott, ist genau das gleiche Wort, das Stammwort, das hier mit Eifersucht übersetzt worden ist und wo gesagt wird, das ist wie Eiter in den Gebeinen. Sprüche 6, Vers 34 haben wir einen Text, der zeigt, was da manchmal Eifersucht hervorbringt. 6, Vers 34, die Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes und er schont nicht am Tage der Vergeltung. Das heißt, Eifersucht führt zu Grimm, zu Zorn, ja, zu Hass. Und in diesem Hass verdilgt der Mensch, wird der Mensch aggressiv, in diesem Hass schlägt er auf andere ein. Eine blinde Eifersucht führt auch zu einem blinden Zorn. Und wenn man die Bibel liest, hat man manchmal den Eindruck, als würde Gott eben auch in seinem Eifer, in einem blinden Zorn irgendwo zur Vernichtung schreiten. So liest sich das manchmal in der Bibel. Aber wie ist das zu verstehen? Sprüche 27, noch ein Text, Sprüche 27, Vers 4. Da haben wir auch einen Text, wo es heißt, zornig ist ein wütig Ding und grimm ist ungestüm, aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Das heißt, hier wird sogar die Eifersucht noch als etwas Schlimmeres dargestellt als Zorn und Grimm. Weil eben die Eifersucht erst das Richtige hervorbringt und wenn ein Zorn mit Eifersucht kombiniert ist, dann ist er offensichtlich noch intensiver und noch stärker und hat noch größere Konsequenzen. Das heißt, diese Texte, die wir hier gelesen haben, zeigen, dass Gott von Menschen nicht möchte, dass diese Eifersucht und diese Eigenschaft sich in ihm entwickelt und in ihm irgendwo offenbar wird. Es wird absolut gewarnt davor und als negativ dargestellt. Aber jetzt ist interessant, auf der anderen Seite gibt es eine sehr interessante Geschichte im 4. Buch Mose, wo es offensichtlich so aussieht, als würde es doch auch eine Art gesunde Eifersucht, eine berechtigte Eifersucht geben, die auch Menschen haben können. Und zwar steht das hier in einem Zusammenhang, wo in der Bibel an der einzigen Stelle im Alten Testament, in 4. Mose Kapitel 5, von einer Geschichte die Rede ist, in der ein sogenanntes Eifersuchtsopfer beschrieben wird.
Und wenn wir an ein Opfer denken, an ein Eifersuchtsopfer, dann könnte man meinen, das ist vielleicht ein Opfer, das Gott vorgesehen hat für Menschen, wenn sie dann eifersüchtig sind, damit sie dann diese Sünde durch ein Eifersuchtsopfer vielleicht vergeben bekommen. So würde man das normal meinen, denn Opfer sind im Alten Testament meistens irgendwie im Zusammenhang mit Sünden und Reue, dass der Mensch dann ein Opfer bringt, weil er eben sich bei Gott versündigt hat. Ist das auch beim Eifersuchtsopfer so? Das ist eine Frage, mit der ich, auf die ich euch jetzt, die wir beantworten wollen. Und da wollen wir einfach hier mal eine interessante Geschichte lesen, die wir hier haben in 4. Mose Kapitel 5. Und zwar ja, ab Vers 11, ja, 4. Mose Kapitel 5, ab Vers 11. Da hat Gott hier eine sehr interessante Regel eingeführt für sein Eifersuchtsopfer. Wahrscheinlich hat der eine oder andere das überhaupt noch nie beachtet, jetzt der von den Zuhörern und denen, die das hören werden, hier diese Interpretation dieses Themas. Dass man vielleicht da drüber gelesen hat und sich da vielleicht wundert, dass sowas überhaupt in der Bibel steht. Ja? Und da heißt es hier ab Vers 11, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn irgendeines Mannes Frau ihm untreu wird und sich an ihm versündigt und jemand bei ihr liegt und es bliebe dem Mann, mit dem sie verheiratet ist, verborgen, und es würde nicht entdeckt, dass es, man würde nicht dahinter kommen, dass die Frau jetzt fremdgegangen ist, ja, und dass sie unrein geworden ist, und es ist kein Zeuge wieder sie da, denn sie ist nicht dabei ergriffen worden. Also wenn man sie auch nicht erwischt hat dabei, wenn das völlig geheim geblieben ist und doch ist hier eine Frau fremdgegangen von ihrem Mann. Und dann heißt es, und der Geist der Eifersucht kommt über ihn. Das heißt, der Mann wird trotzdem eifersüchtig. Irgendwie vermutet er, dass da vielleicht die Frau sowas getan hat. Und jetzt kommt der Geist der Eifersucht über ihn. Ja, was macht der Mann normal, wenn er so eifersüchtig wird? Dann schlägt er vielleicht gleich auf die Frau drauf und behandelt sie und stellt sie zur Rede oder irgendwie. Ja. Aber was passiert jetzt hier? Wenn das passiert, dass er auf diese Frau eifersüchtig wird, sie sei unrein oder nicht unrein. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass er zu Recht eifersüchtig ist, dass die zu Recht etwas, also dass sie wirklich etwas getan hat und er zu Recht dann eifersüchtig wird, oder dass er es nur vermutet und das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn er sich also auch unsicher ist, ob da jetzt irgendetwas vorgefallen ist mit seiner Frau, was soll er dann machen? Dann steht hier, so soll der Mann sie zum Priester bringen. Und ein Opfer ihretwegen darbringen. Ja, und was sollte jetzt dieses Opfer sein? Ein Zehntel Scheffel Gerstenmehl und er soll kein Öl darauf gießen, noch Weihrauch darauf tun, was man normalerweise bei üblichen Speisopfern mit Mehl getan hat. Das wurde jetzt hier ausgelassen, weil es eben kein Speisopfer, sondern ein Eifersuchtsopfer war, eine besondere Vorschrift. Denn es ist ein Eifersuchtsopfer, so wird hier gesagt, ein Erinnerungsopfer, das Schuld ans Licht bringt. Das heißt, eine sehr bemerkenswerte Sache. Es gab hier also in der Bibel nicht nur ein Opfer, das man erst bringen konnte, nachdem die Schuld schon erkannt worden ist. Denn Israeliten wurden immer erst dann aufgefordert, ein Opfer zu bringen, wenn ihnen bewusst geworden ist, dass sie eine Sünde getan haben. Und nicht erst ein Opfer bringen und die dann erst die Schuld bewusst gemacht wird. Aber hier haben wir es interessanterweise umgekehrt. Dieses Opfer sollte jetzt hier eine Schuld ans Licht bringen, wenn sie da ist, oder abklären, ob eine Schuld vorliegt oder nicht. Ein Ehebruch in dem Fall oder eine Hurerei, ja, dass eine Frau einfach ihrer Ehe untreu geworden ist und Hurerei betrieben hat. Und das hat es ja immer gegeben in der Geschichte und auch so war es in Israel. Das, was wir hier lesen, ist aber jetzt hier eine Vorsorgemaßnahme. Gott wollte damit Ehebruch und Fremdgehen verhindern. Das, was heute gang und gäbe ist, ne? Das gehört zum Alltag, dass Menschen verheiratet sind und da geht einmal der Mann und einmal die Frau fremd. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und da ist man gar nicht mehr vielleicht so groß eifersüchtig.
Und trotzdem passieren auch heute viele brutale Dinge, wenn da sowas passiert und aus Eifersucht dann irgendwo zum Messer oder zur Pistole gegriffen wird. Ja? Also das kommt ja immer wieder vor. Was sollte sich hier jetzt um dieses Eifersuchtsopfer abspielen? Das lesen wir jetzt weiter. Der Priester soll die Frau dann heranführen und vor den Herrn stellen und heiliges Wasser nehmen in ein irdenes Gefäß und Staub vom Boden der Stiftshütte ins Wasser tun. Also ein irdenes Gefäß von heiligem Wasser, das heißt von diesem Waschbecken, in dem sich die Priester normalerweise, oder mit diesem Wasser haben sie sich dann gewaschen, war so eine Art heiliges Wasser. Und etwas von diesem Wasser soll er nehmen und etwas Staub vom Boden der Stiftshütte hineintun. Und er soll die Frau vor den Herrn stellen und ihr Haupthaar lösen, also aufmachen irgendwo, wenn es geflochten ist, ja, und das Erinnerungsopfer, das ein Eifersuchtsopfer ist, auf ihre Hand legen. Und der Priester soll in seiner Hand das bittere, fruchtbringende Wasser haben. Das bittere, fluchbringende Wasser. Also ein Wasser, das Fluchbringer sollte jetzt. Und soll die Frau beschwören und zu ihr sagen, hat kein Mann bei dir gelegen? Und bist du deinem Mann untreu geworden, dass du dich unrein gemacht hast, so soll dir dies bittere, fluchbringende Wasser nicht schaden. Also wenn du es getan hast, dann soll es dir schaden. Wenn nicht, dann soll es dir nicht schaden. Ja? Das sollte jetzt der Frau vorgehalten werden. Wenn du aber deinem Mann untreu geworden bist und du unrein wurdest und hat jemand bei dir gelegen, außer deinem Mann, so soll der Priester mit einem Verwünschungsschwur die Frau beschwören und sagen, der Herr mache deinen Namen zum Fluch und zur Verwünschung unter deinem Volk, dadurch, dass der Herr deine Hüfte schwinden und deinen Bauch schwellen lässt. So gehe nun das fluchbringende Wasser in deinen Leib, dass dein Bauch schwelle und deine Hüfte schwinde. Und die Frau soll sagen, Amen, Amen. Das heißt, so sei es, so sei es. Also eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Wir sind es wahrscheinlich nicht gewohnt. Da würden sich viele Leute den Kopf schütteln, wie man sowas machen kann. Aber wir sollten hier nicht übersehen, das war hier nicht nur als Strafe gedacht, sondern das war hier ein vorsorgendes Gebot. Die Israeliten wussten alle, wenn sowas passiert und eine Frau wusste, dass der Mann so etwas machen kann. Ja, also unbedingt zu schauen, treu zu sein, denn dann käme dann das über einem drüber. Dann heißt es hier, wie das weitergeht im Vers 23, dann soll der Priester diese Flüche auf einen Zettel schreiben und mit dem bitteren Wasser abwaschen. Und soll der Frau von dem bitteren fluchbringenden Wasser zu trinken geben. Und wenn das fluchbringende bittere Wasser in sie gegangen ist, soll der Priester von ihrer Hand das Eifersuchtsopfer nehmen und als Speisopfer vor dem Herrn schwingen und auf dem Altar opfern. Nämlich, er soll eine Handvoll vom Speisopfer nehmen als Gedeihopfer und es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen und danach der Frau das Wasser zu trinken geben, nach diesem Opfer. Und wenn sie das Wasser getrunken hat und unrein ist und sich an ihrem Mann versündigt hat, so wird das fluchbringende Wasser in sie gehen und ihr zum Verderben werden, dass ihr der Bauch schwellen und die Hüfte schwinden wird. Und es wird die Frau zum Fluch werden unter ihrem Volk. Hat sich aber eine solche Frau nicht unrein gemacht, sondern ist sie rein, so wird es ihr nicht schaden und sie kann schwanger werden trotzdem. Das also ist das Eifersuchtsgesetz. Wenn eine Frau ihrem Manne untreu ist und unrein wird. Und wenn der Geist der Eifersucht über einen Mann kommt und er auf seine Frau eifersüchtig wird, so stelle er sie vor dem Herrn und der Priester tue mit ihr alles nach diesem Gesetz. Und der Mann soll frei sein von Schuld, aber die Frau soll ihre Schuld tragen. Oder wenn sich herausstellt, dass das eben nicht ließ, dann wird sie auch von einer Schuld befreit und es ist eine Wiederherstellung der ehelichen Beziehung dadurch möglich. Ja? Das heißt, hier ist buchstäblich von Eifersucht die Rede, wo Gott den Menschen erlaubt, eifersüchtig auf seine Frau oder auf seinen Partner zu werden. Eine sehr bemerkenswerte Geschichte, wo man sich dann aber die Frage stellen muss, warum ist auf der einen Seite es nicht erlaubt und auf der anderen Seite auf diese Art und Weise es doch erlaubt, dass Gott so etwas vorschreibt.
Und hier vor Eifersucht irgendwo die Eifersucht, mit der Eifersucht auf diese Art und Weise umgeht. Eines ist sicher, und das merken wir hier, dem Mann wird keine Erlaubnis gegeben, auch wenn das passiert wäre, wenn die Frau ihm fremdgegangen ist, die Frau zu bestrafen dann. Vielleicht sie zu töten oder irgendwas. Ja? Er selber darf das nicht tun, aber wir wissen, dass es ein Gericht auch in Israel gab, wo Frauen, die fremdgegangen sind, wenn sie beim Ehebruch ertappt worden sind, wo es tatsächlich auch eine Todesstrafe gegeben hat. Aber hier war eine Situation, wo man niemanden zu Unrecht beschuldigen konnte, sondern wo abgeklärt werden sollte, ist jetzt zu Recht eine Eifersucht da oder zu Unrecht. Und es sollte dem Mann nicht erlaubt sein, dass er hier irgendwo gleich eine Aggression oder einen Hass auslässt. Also nicht Rache, wie das heute üblich ist, wenn das da und dort vielleicht passiert, sondern Abklärung der Situation. Die Frage stellt sich jetzt, was hat es jetzt mit dem eifernden Gott zu tun? Warum hat Gott hier sein Gesetz für eheliche Beziehung gegeben? Ich meine, das ist hier ganz klar, dass Gott hier zum Schutz der Ehe etwas tun wollte, zur Vorbeugung, dass hier partnerschaftliche Treue geübt wird, dass niemand fremd geht. Und das will auch Gott nicht. Das heißt, es geht hier tatsächlich um ein Bild, wenn wir von einem eifernden Gott reden in der Bibel, dann ist das offensichtlich in Anlehnung an diese Bilder, die sich auch in einer Ehe abspielen können. Ehen sollen treu zueinander stehen. Niemand sollte zu einem anderen Partner gehen. Was würden wir denken, nicht, wenn wir da verheiratet sind und der Partner ist ständig bei einem anderen Liebhaber und verbringt die meiste Zeit dort und kommt dann wieder heim und hin und her, wie das leider da und dort üblich ist. Die Bibel nennt das ganz einfach Hurerei. Und deshalb spricht sie auch auf der einen Seite von der Hure Israel. Und da ging es nicht um buchstäblichen Ehebruch, sondern da sind wir jetzt auf der Ebene des geistlichen Ehebruchs. Und dann spricht sie im Neuen Testament von der Hure Babylon. Und überall haben wir es mit demselben zu tun, nämlich mit Götzendienst. Das heißt, in diesem Zusammenhang hat Gott es erlaubt, im gewissen Sinne um seine Frau, um seine Partnerin zu eifern und eifersüchtig zu werden, aber nicht im negativen Sinn. Einfach der Gedanke dieses Eiferns, das bedeutet Sorge tragen um einen Menschen, der sich damit eigentlich selbst ins Verderben stürzt. Und da könnte man sich die Frage stellen, ist das auch bei Gott so gemeint? Wenn Gott eifert, dass dann das meint, Gott hat hier Sorge um den Menschen, dass er hier in eine verkehrte Richtung läuft. Und ich denke, die Zusammenhänge, die Texte, die wir in der Bibel finden, können nicht anders verstanden werden. Und deshalb möchte ich noch einladen, dass wir jetzt einen Text aufschlagen in 2. Mose Kapitel 34. Und da haben wir noch einmal so einen Zusammenhang von diesem eifernden Gott. In 2. Mose 34, da steht hier, eine Warnung auch wieder an Israel, die wir vorhin schon in ähnlicher Weise gesehen haben. Und da geht das noch etwas weiter, warum das hier Gott so betont hat. 2. Mose 34, Vers 12, da heißt es, hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Die Bewohner des Landes, in das du kommst, das sind die kanaanitischen Völker gemeint, die alle möglichen Götter verehrt haben und von denen Gott gesagt hat, den Israeliten macht keinen Bund, weder mit diesen Leuten noch mit ihren Göttern. Sondern was sollen sie mit diesen Göttern machen sogar? Da steht hier im Vers 13, sondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Steinmale zerbrechen und ihre heiligen Pfähle umhauen. Das heißt hier ausdrücklich, und das kommt mehrmals im Alten Testament, in der Gesetzgebung des Mose vor, dass Gott ihnen nicht nur gesagt hat, dass sie keine anderen Götter anbeten sollten, sondern dass sie diese Götter auch zerstören sollten. Ist das ein eifersüchtiger Gott? Eifert der hier? Ist er eifersüchtig auf andere Götter, die ihm Konkurrenz machen? Diesen Eindruck könnte man hier bekommen, wenn man das so liest. Dann steht hier weiter im
im Vers 14, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Hier noch einmal diese Aussage, denn der Herr heißt ein Eiferer, ein eifernder Gott ist er. Und da haben wir wieder dieses Wort Kana, das an anderen Stellen in der Bibel, wie es jetzt gesagt haben, an mehreren Stellen, immer auch mit Eifersucht übersetzt wird oder eifersüchtig. Also ist Gott hier im gewissen Sinne doch ein eifersüchtiger und gleichzeitig ein zorniger Gott, weil da immer wieder auch dann Strafen folgen, die da angekündigt werden. Aber auf der anderen Seite, und das haben wir hier in diesem Kapitel sehr deutlich dargestellt, ist Gott ein barmherziger Gott. Und der Abschnitt, der hat eigentlich mit dem zu tun, im oberen Teil dieses Kapitels, in 2. Mose Kapitel 34 ab Vers 6, ist ein Zusammenhang, wo Mose eines Tages das Angesicht des Herrn gerne gesehen hätte. Er hätte gern gewusst, wie schaut denn Gott wirklich aus von seinem Angesicht. Und Gott hat ihm nicht ermöglicht, dass er sein Angesicht sehen konnte. Ja? Aber das heißt, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Gott ging vorüber, aber der Mose musste mit dem Rücken ihm nachsehen. Das heißt, er konnte dieses Angesicht Gottes nicht sehen, wie das im Kapitel davor zum Nachlesen ist. Ja? Und dann geht Gott an ihm vorüber und Mose, der jetzt nicht das Angesicht sieht, hört aber hier, wie Gott sich selbst offenbart. Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. So hat sich dieser Gott jetzt hier vorgestellt. Ein barmherziger, gnädiger, geduldiger Gott von großer Güte und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Das ist ein vergebender Gott. Ein barmherziger, gütiger Gott. Aber, und jetzt kommt das Aber, ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Das ist auch eine Wiederholung dessen, was wir schon im zweiten Gebot gesehen haben, wo das dort im Zusammenhang mit Bilderverehrung beschrieben wird, dass hier Gott nicht nur die straft, die das tun, sondern an den Kindern und Kindeskindern das heimzahlt und sie auch bestraft, wie es hier geschrieben steht. Und über diese Stelle stolpern natürlich viele Menschen drüber. Wie kann ein Gott die Sünden der Väter an den Kindern und Kindeskindern noch bestrafen und heimsuchen? Warum sollen die Kinder wegen den Sünden der Väter und der Mütter und ihrer Eltern bestraft werden oder ihrer Vorväter? Bis ins dritte und vierte Glied. Aber vergessen wir nicht, da steht auch, bis ins tausendste Glied lässt Gott auch den Segen kommen. Also da haben wir das Prinzip Segen und Fluch. Jetzt haben wir eigentlich einen gewissen Widerspruch, auf den ich euch aufmerksam machen möchte, in diesem Zusammenhang mit dieser Strafe von Kindern und Kindeskindern in späteren Generationen. Und zwar steht hier beim Hesekiel in Kapitel 18 scheinbar genau das Gegenteil. Da warnt Gott gerade wieder davor, die Strafe der Väter nicht auf die Kinder zu übertragen. Denn in Hesekiel Kapitel 18, Vers 1, da lesen wir, und das Wort des Herrn geschah zu mir, zum Propheten Hesekiel. Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen, Israel. Das heißt, das ist ein geistliches Sprichwort. Da muss man fragen, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Das ist ja Blödsinn, nicht? Das gibt es ja nicht. Da können wir noch so viel saure Trauben essen, den Kindern werden deshalb die Zähne nicht stumpf. Also ist das eine bildhafte Sprache, die wir hier haben. Was meint das? Gott sagt hier selber, das ist ein Sprichwort, soll nicht mehr unter euch gehen. Hinter dem Sprichwort ist eine geistliche Lehre. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Und dann überspringen wir zum Vers 20 oder Vers 19.
Da steht, doch ihr sagt, warum soll denn ein Sohn nicht die Schuld seines Vaters tragen? Weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt und alle meine Gesetze gehalten und danach getan hat, soll er am Leben bleiben. Gott sagt, der Sohn soll deshalb nicht die Schuld tragen. Wenn das gerecht war, dann soll er nicht tragen die Schuld des Vaters. Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm alleine zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein ruhen. Das heißt, Gott verbietet Menschen, die Sünde eines Vaters an den Kindern zu bezahlen und zu bestrafen oder umgekehrt. Er selbst aber nach diesem Gebot, es sieht so aus, als würde Gott dieses Gesetz nicht beachten. Wenn wir aber die Bibel genau richtig verstehen wollen, dann werden wir drauf kommen, dass Gott das jetzt hier nicht buchstäblich bestraft, nicht von sich aus, okay, du hast das jetzt gemacht und jetzt kriegst du das drauf. Nein, das können wir nur so verstehen, wenn wir diesen Widerspruch hier lösen wollen, diesen scheinbaren Widerspruch lösen wollen, dass Gott einfach dort in 2. Mose 20 und in 2. Mose 34, wo er sagt, da wird die Missetat der Väter an den Kindern heimgesucht. Das bedeutet nicht, dass Gott diese Kinder direkt bestrafen wird, sondern dass die Kinder die unausweichlichen Folgen, die durch die Sünden der Väter entstanden sind, möglicherweise bis ins zweite, dritte, vierte Glied und vielleicht sogar noch länger mit zu leiden haben werden. Dass da eine Art Gesetzmäßigkeit da ist von Ursache und Wirkung. Während hier in Ezekiel 28 ein direktes Strafen gemeint ist. Das heißt, wenn der Vater tatsächlich ein Verbrechen getan hat, dann soll der Sohn deshalb nicht auch geschlagen oder ins Gefängnis gesperrt werden. Das ist also etwas ganz was anderes, als das, wenn zum Beispiel Väter und Mütter ungesund leben, sich an die Naturgesetze für gesunde Ernährung und gesundes Essen und Trinken nicht halten, dass sie zum Beispiel unrein essen, wie es die Bibel sagt, wo Gott das verboten hat, unrein zu essen und Alkohol zu trinken. Wir wissen heute, dass zum Beispiel solche Dinge, unreines Essen, unreines Trinken und dann ein ungesunder Lebensstil dazu führen kann, dass Menschen dann krank werden, dass sie körperlich krank werden, aber auch psychisch krank werden. Dass Menschen auch mit ihrer Seele verkehrt umgehen, dass sie verkehrte Filme anschauen, dass sie mit schlechten Gedankengut sich füllen und dadurch irgendwo ihren ganzen Geist verderben und irgendwo in ihrem psychischen Gleichgewicht dadurch zu Schaden kommen. Das kann dazu führen, dass diese Krankheiten, diese psychischen und körperlichen Schwächen sich auf die Kinder dann übertragen durch Vererbung. Und somit dann bis ins zweite und dritte Glied den Kindern, die auch weiter die Gebote der Gottes übertreten und nach den Sünden der Väter weiterleben, sich auf gleiche Art und Weise vielleicht weiter ernähren, ihren Lebensstil weiterhin einen sündigen Lebensstil führen, dass diese Strafen, diese Folgen dann auf die Kinder übergehen. Ein Gesetz von Ursache und Wirkung. Und Gott weiß das. Gott hat gewusst, wie er die Menschen geschaffen hat, wie er die Natur geschaffen hat, was der Mensch verträgt, was aber auch die Natur verträgt. Der Mensch kann nicht ungestraft auch die Naturgesetze übertreten. Das fällt ihm alles letztendlich auf den Kopf. Und vielleicht ein Beispiel auch diesbezüglich in dem Kapitel, das wir das letzte Mal schon sehr intensiv etwas angeschaut haben. In diesem Kapitel von Segen und Fluch im Alten Testament. Da gibt es ja mehrere Kapitel. Und lesen wir hier besonders einen Zusammenhang, wo es um Krankheiten und auch die Natur geht, ja? Was da geschehen würde, wenn die Menschen der Stimme Gottes nicht gehorchen werden. Da steht in 5. Mose 28, Vers 19, lesen wir ab Vers 19. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird unter dich senden Unfrieden, Unruhe, Unglück,
In allem, was du unternimmst, bis du vertilgt bist und bald untergegangen bist um deines bösen Treibens willen, weil du mich verlassen hast. Das heißt, wenn der Mensch von Gott weggeht, dann kann er nicht damit rechnen, und wenn er sich nicht nach den Geboten Gottes richtet und an Gott glaubt, das, was er von ihm verlangt, dann kann er nicht damit rechnen, dass es ihm gut geht, dass er in Sicherheit wohnen wird, dass er Ruhe haben wird, inneren oder äußere Ruhe, und dass er Glück haben wird, sondern das Gegenteil. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat, in dem Lande, in das du kommst, ist einzunehmen. Die Pest. Hier in Europa haben wir eine lange Geschichte von der Pest im Mittelalter. Wie war das jetzt? Hat Gott die Pest da den Menschen damals geschickt, weil sie so ungläubig waren, weil sie der Stimme des Herrn, ihres Gottes, nicht gehorcht haben? Wenn wir die Geschichte der Pest und der Seuchen der Vergangenheit studieren, dann werden wir dahinter kommen, dass das alles natürliche Auswirkungen waren von mangelnder Hygiene und von falscher Ernährung. Die Menschen haben unrein gelebt, haben sich nicht gewaschen, haben auf keine Hygiene geachtet. Mit schmutzigen Händen haben sie dann ihr Essen genommen. Wir wissen von Semmelweis, der draufgekommen ist, dass die Ärzte zum Beispiel da auch diese Säuglingssterblichkeiten und nicht das Kindbettfieber, das da gekommen ist. Und hier ist ja auch in diesem Text, der Herr wird durch dich schlagen mit Auszehrungen, Entzündung und hitzigem Fieber, ja, wird auch hier erwähnt. Und jetzt wissen wir zum Beispiel bei Semmelweis diese Geschichte, er ist draufgekommen, dass da Ärzte waren, die ihre Hände nicht gewaschen haben, nachdem sie mit Toten umgegangen sind, obwohl die Bibel sagt, wenn jemand einen Toten berührt, soll er sich die Hände waschen. Also ein ganz primitives Naturgesetz, das Gott gegeben hat, ein Hygienegesetz, das wurde nicht beachtet. Und tausende Kinder sind gestorben, die Sterblichkeit durch Kindfettfieber hat sich verbreitet, nur weil man hier einfache göttliche Gesundheitsgebote, Hygienegesetze nicht beachtet haben. Wie viele Krankheiten hat die Welt erlebt bisher, nur weil Menschen allein an diese Gesundheitsgebote, an diese Ernährungsgebote, wie sie in 3. Mose 11 in der Bibel beschrieben werden, nicht gehalten haben? Heute weiß man in der Medizin, würden die Menschen allein das Schweinefleisch, das Fett, das Blut und so weiter in den Fleischsorten auslassen und weglassen, würden sie nicht rauchen, würden sie keinen Alkohol trinken, würden wahrscheinlich 80% der Krankheiten schon alleine von dem nicht existieren, und vielleicht könnten sie sogar noch auf weitere Zukunft, wenn man das durchhält, einen gesunden Lebensstil, könnte sich die Gesundheitssituation bestens verändern. Und so geht der Fluch von einer Generation, von Kind auf Kindeskind weiter, so lange, bis die Kinder vielleicht dann auch selber draufkommen, das ist ein falscher Lebensstil. Wir müssen uns an Gottes Geboten halten, an die Naturgesetze, die Gott gegeben hat. Und dann könnte sich dieser Fluch zu Ende bringen. In diesem Sinne sollten wir das verstehen, wenn in der Bibel davon die Rede ist, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein eifernder Gott. Das heißt, es tut ihm weh, es tut ihm sein Herz weh, er möchte nicht, dass seine Kinder davonlaufen, er möchte nicht, dass seine Kinder zu fremden Göttern laufen, das heißt zu fremden Lehren, denn alle diese fremden Götter, diese fremden Religionen, die haben ja letztendlich auch den Menschen falsche Gesetze vermittelt, sie haben ihnen einen falschen Lebensstil vermittelt, sie haben ihnen eine falsche Religion vermittelt. Und im Grunde genommen hat Gott auch da deshalb gewarnt, weil falsche Götter, auch wenn sie in sich nicht existieren, aber den Menschen trotzdem mit einer anderen Macht in Verbindung bringen. Und da möchte ich noch abschließend jetzt einen Text, euch auf einen Text aufmerksam machen in 5. Mose 32, Abvers 15. Da steht hier in diesem Zusammenhang noch einmal, warum Gott ein eifernder Gott ist und warum er nicht möchte, dass sein Volk sich von ihm trennt und Hurerei betreibt mit anderen Göttern und anderen Religionen und Propheten, die im Namen dieser Götter reden, gehorcht. Da steht in 5. Mose 32, Vers 15: Als aber Jeschurun fett war, Jeschurun ist hier ein Bild für Israel, als Israel fett war, als es ihm gut ging, heißt das, ja, wurde er übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden, also stark geworden, und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat.
Er hat den Fels seines Heils gering geachtet. Das ist ja bemerkenswert. Gott sagt, sie haben diesen Gott gemacht, der sie geschaffen hat. Und indem sie sich Götter gemacht haben, haben sie eigentlich sich selbst einen Gott gemacht und haben Schöpfung und Geschöpfe zu ihrem Gott gemacht und haben sich dann vor diesen Göttern gebeugt, die sie sich selber erfunden haben und wo sie sich selbst die Lehren dieser Götter dann zurechtgelegt haben. Und dann heißt es hier, er hat den Fels, Israel hat den Fels seines Heils. Den, der ihnen das sichere Heil bringen konnte, den haben sie verworfen, den haben sie gering geachtet. Und hat ihn zur Eifersucht gereizt. Das heißt, das Volk hat Gott zur Eifersucht gereizt. Da steht hier dasselbe Wort, der eifersüchtige Gott, also das eifersüchtig, wie eben hier das mit Eifersucht übersetzt wird. Durch fremde Götter, durch Greuel hat er sie erzürnt. Sie haben den bösen Geistern geopfert. Und nicht ihrem Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die vor kurzem erst aufgekommen sind, den eure Väter nicht geehrt haben. Und da haben wir eine ganz klare Aussage. Da spricht Gott von Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen sind und das meint, die sie sich erst vor kurzem selbst erdichtet haben und in ihrer Fantasie hervorgebracht haben. Und in dieser Fantasie dieser Götter haben sie auch ihre Gesetze nach ihrer Fantasie, ihren Lebensstil nach ihrer Fantasie, ihre Religion nach ihrer Fantasie gestaltet. Abgeschaut schon von anderen Göttern, die da schon rundherum existiert haben. Ja? Also hier ist von neuen Göttern die Reden, aber eigentlich sagt der Text hier, das, was sie da gemacht haben, das waren eigentlich böse Geister, die sie angebetet haben. Das war in den Israeliten und den Völkern, die da solche Götter erzeugt haben, ganz sicher nicht bewusst. Sie haben hier nicht gewusst, dass sie hier eigentlich mit diesem Weggehen von Gott bösen Geistern in die Hände laufen. Gott aber wusste, wenn der Mensch von ihm weggeht, dann spielt er sich selbst in die Hände des Gegenspielers und in die Hände des Teufels. Und das wollte er nicht. Gott wollte nicht, dass die Menschen in die Hände Satans gelangen, in die Hände von bösen Geistern, die den Menschen beeinflussen zu verkehrten Lehren, zu verkehrten Vorstellungen. Denn nur so kann letztendlich das alles erklärt werden, was diese Welt in ihrer Geschichte alles erlebt hat. Weil Gott wusste, welche Folgen es hatte, nennt er sich hier und offenbart sich hier im gewissen Sinne als einen eifersüchtigen Gott. Aber wir merken jetzt, das ist im positiven Sinn. Nicht, weil er die Menschen bestrafen will, sondern weil er sie vor Strafe bewahren will. Weil er Sorge hat, weil er Sehnsucht hat nach ihnen, dass es ihnen gut geht und dass sie in Glück leben. Aber der Mensch hat sich für die andere Seite, der Großteil der Menschen entscheidet sich für die andere Seite. Obwohl Gott hier so intensiv bittet und warnt und ihnen immer wieder auch die Folgen vor Augen stellt. Und deshalb, wenn wir dann später in der Bibel lesen, sagt dann Gott, und deshalb kommt der Fluch über euch und der Fluch frisst die ganze Erde und büßen müsst, die darauf wohnen. Meine lieben Freunde und liebe Bibelfreunde und liebe Geschwister, ich denke, es ist wert, dass wir uns mit diesem Gott der Bibel näher beschäftigen und mehr beschäftigen und diesen Gott verstehen, auch wenn er hier als ein eifernder oder sogar eifersüchtiger Gott beschrieben wird und ein zorniger Gott, so wissen wir, dass das in dem Sinne zu verstehen ist, dass hier ein Gott der Barmherzigkeit, der Liebe, der Sorge hat um Menschen, dass sie ihm davonlaufen und nach ihren eigenen Vorstellungen, nach ihren eigenen Gesetzen leben. Und wir erkennen ja heute in dieser Welt, wohin der Mensch mit seinem Geist, mit seinem Gesetz, mit seiner Weisheit gekommen ist. Wollen wir nicht Gott dankbar sein, dass er uns sein Wort gegeben hat und dass er uns hilft, dass wir auch dieses Wort verstehen können und richtig damit umgehen können und dass wir bewahrt bleiben vor einem Davonrennen von Gott, sondern dass wir auf seine Gebote achten und wie es in der Bibel steht, wenn wir das tun, was für ein Friede, was für Freude, was für Glück könnte letztendlich die Menschheit erreichen, wenn das getan werden würde. Gott, helfe uns, dass wir in diesem Sinne diesen Gott besser verstehen lernen
und ihm auch dankbar sein können für all diese Warnungen und für diese Beispiele, durch die wir noch mehr dazu geführt werden sollten, diesen Gott zu lieben und ihm zu gehorchen und unser Leben ihm anzuvertrauen. Lasst uns dafür noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass du uns diese Möglichkeit schenkst, durch dein Wort dich kennenzulernen und dich besser verstehen zu können. Hilf uns, dass wir deine Liebe erkennen und deinen Eifer um uns, dass du nicht möchtest, dass Menschen ins Unglück rennen, sondern dass sie glücklich sind, dass sie zufrieden sind, dass sie Freude miteinander haben und dass auch die Natur erhalten bleibt und wir sehen, was daraus geworden ist, wo Menschen nicht bereit waren, an deiner Stimme festzuhalten und nach deinen Geboten zu wandeln. Segne uns weiterhin in unserem Studium der Bibel. Gib, dass noch viele Menschen dieses Buch lieben lernen und schätzen lernen und erkennen, dass wir hier die Weisungen in diesem Buch finden können, die du vom Himmel her gesandt hast. Und gib, dass sie uns bereichern und dass wir sie auch anderen Menschen so weitergeben können, dass sie auch damit etwas anfangen können, dass sie auch dieses Glück und diesen Segen erleben können, den du damit verbunden hast. So bleibe weiterhin mit und bei uns und segne uns um deiner Liebe willen. Amen. Schön. Dann möchte ich mich wieder herzlich bedanken, dass ihr dabei wart und dass ihr dem Thema folgen konntet und ich hoffe, es war wieder für jeden irgendetwas dabei zum Nachdenken, zum Tieferdenken und dass wir auch versuchen, dieses Gottesbild in der Bibel besser darlegen zu können und einordnen zu können. Wenn Fragen sind, stehe ich natürlich immer gerne zur Verfügung, über E-Mail, über andere Möglichkeit. Telefon gibt es ja auch, ist ja alles im auf unserer Homepage Hope and More sind die Kommunikationsmöglichkeiten gegeben. Und so wünsche ich euch noch einen schönen Abend heute und alles Gute weiterhin und bis zum nächsten Mal beim nächsten Thema, wo wir weiter über diesen Gott sprechen wollen, um ihn noch besser kennenzulernen. Gott segne euch und ich wünsche euch einen gesegneten Abend noch und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.